Ja, grüß euch, servus, ist der Jason und heute möchte ich ein kurzes Rezeptl vorstellen. Das habe ich von einem Kollegen von Gerhard, der hat mir das irgendwie empfohlen und muss sagen, ich trinke ja jetzt nicht ungern, ja, ich bin nicht abhängig, aber ich trinke schon gern. Und heute möchte ich euch zeigen einen schwedischen Kaffee. Und was wir brauchen für das Tutorial ist quasi ein Kaffee, so wie der den Dahlmeier. Das ist ein super, also Münchner Kaffee, Urleimer. Da braucht es so einen Humpen, einen Schapfer, ja, eh klar. Dann braucht es 50 Cent oder für die Leute, die woanders wohnen, halt so groß muss sein, ungefähr 50. Ein Kaffee, den haben wir eh schon zubereitet jetzt aus dem Pulver. Und dann braucht es einen Qualitätsschnaps. Wir haben jetzt den Fürst Uranhof rein und klar haben wir da. Den brauchen wir auch. Und wenn wir jetzt, wenn es urfett werden wollt, Burschen, dann zeige ich euch, wie das geht. Jetzt wart. Und jetzt ist das Rezept. Du machst, jetzt wenn du so du bist in der Stimmung, ne, die Haberer sind da, sagst, trinkt man schwedischen Kaffee. Jetzt tust du eine, das 50er. Ne, das liegt jetzt da am Boden, sieht man es vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit der Kamera ist, so wurscht. Und jetzt tust du einen Kaffee nehmen, tust ihm schwungvoll einschenken, bis man das nicht mehr sieht, quasi das 50er. Jetzt von oben, wenn ich reinschaue, ist es eh nicht mehr. Im Endeffekt ist jetzt ein Kaffee. Ne? Und jetzt kommt der schwedische Kaffee. Jetzt tust du aufschütten, bis du von der Seite, jetzt kommt schon, das 10er oder das 50er, was da drin ist, wieder siehst. Kann man es so sehen. Jetzt das 50er kann man eh drin lassen, weil Geld stinkt eh nicht. Und dann da das so ein Prost. Ja, vierte. Und jetzt dort mit deinen Haaren. Boah, gib mir mal her, bitte. Kennst du eh schon einen Money? Aber der schwedischen Kaffee hast du noch nicht gesoffen, oder? Nein, was ist denn das? Saust dann eine, ich würde sagen, das nächste Mal, ja. Puh, bin ich urfett, hey. Boah. Mir geht's nicht, ich mach die Kamera aus, bitte. Mach's aus, bitte.